Hi Freunde, Frederik hier von Freehools World und herzlich willkommen in meiner kleinen Daily Soap. Also zumindest in letzter Zeit kann man das ja wirklich sagen. Das ist jetzt nicht, damit ich euch hier tagtäglich auf den Sack gehen muss. Es ist einfach so, dass ich irgendwann vor einiger Zeit mal wirklich ein Wochenende Langeweile hatte. Und ja, mal so ein bisschen in den Weiten des Internets gestöbert habe, was mir denn dann noch so gefallen könnte. Und jetzt kommt nach und nach so die ganze Chose hier an und darum mache ich euch natürlich ein Video. Prost! So ein Käffchen am Morgen ist schon was Feines. Ja, genau, ich mache euch dann ein Video. Bla bla bla. ich wollte noch was klären. Und zwar wurde die Frage jetzt schon, glaube ich, öfters an mich rangetragen, wie es denn eigentlich zu Freehools World kommt. Was es denn eigentlich für eine Bedeutung hat, dieses Wörtchen Freehool. Das ist ganz einfach und schnell erklärt. Also Hool, könnte man jetzt denken, Hooligan-Fußball, der geht in seiner Freizeit raus und schmeißt Steine. Nee, das ist nicht der Fall. Der Name, auf den Namen bin ich einfach gekommen. Den habe ich schon ganz lange irgendwie in meiner Jugend oder so. Also ganz sicher, also wenigstens schon mal 15, 20 Jahre schleppe ich den Namen mit mir rum. Damals war ich dann, ja, was weiß ich, irgendwie in der Pubertät oder so. Und irgendwo musste man sich einen Nicknamen geben. Ich weiß das nicht mehr, ist echt schon viel zu lange her. Wo genau? Ja, und da habe ich halt irgendwas versucht aus meinem Vornamen und aus meinem Nachnamen. So, der ein oder andere weiß, mein Name ist Frederik Hofmann. Also stand schon mal Fre-ho. Das stand irgendwie schon so ein bisschen fest. Und ja, dann war es die Pubertätszeit, da wollte man frei sein und Freiheit ist ganz gut. Freiheit ist generell immer gut. Ich glaube, jeder, der hier irgendwie in Deutschland lebt oder so, weiß die Freiheit, die wir haben, auch zu schätzen. Also stand schon mal vor meinem Vornamen das Wörtchen Free. Ja, und was habe ich dann draus gemacht? Dann kam eben Hool, weil Pubertät ist man wild und ja, keine Ahnung, Hool heißt ja nichts anderes als Rowdy, auch Hooligan. Es bedeutet ja nur Rowdy, natürlich. Hooligan verbindet jeder hier mit Fußballfans, bengalische Fackeln werfen und Steine schmeißen und da Polizisten niederknüppeln. Nee, also das war jetzt nicht so meine Intention. Ich weiß nicht. Das übersetzt kann man sagen, freier Rowdy, das passt irgendwie so ein bisschen zu meiner Jugend und der Name ist halt geblieben. So viel dazu. Also ist jetzt wirklich nichts super Böses damit gemeint und ich bin handzahm. Glaubt's mir. Also alles gut. Hätten wir das auch geklärt, wie es zu dem Namen kommt. So, und dann habe ich hier natürlich ein Päckchen bekommen. Schon wieder aus Frankreich. Na, sowas. Diesmal von Brikanon. Also Kanon, Kanone, Peng. Brie heißt wohl Preis. Ja, von Preiskanone aus Charleville. Mis-mis-mis-yeah. So, haben wir den Sprachkurs für heute auch hinter uns. Und jetzt werde ich mal gucken. Ich habe so eine kleine Ahnung, was da drin ist. Ich zeige euch das mal. So, wie sieht's aus hier? Oh, das könnte ja. Na komm her. Oh. Bon Prix. Was gibt's denn bei Bon Prix? Gibt's die Frau mit dazu oder was? Also, wenn ihr einen Promocode von Bonprix braucht, da steht da, beeilt euch, wenn ihr die Ersten seid, gehört, keine Ahnung, La Livraison gratuite. Also, ich gehe mal davon aus, ihr könnt hier die Liefergebühren sparen. Hier, Freunde, schenke ich euch. Dann haben wir hier noch einen Gutschein von Alko, 25 Euro.
Ah, hier unten ist der Gutscheincode. Der da. Also. Mensch, also mit mir habt ihr wirklich das ganz Große losgezogen. Ich verschenke hier Gutscheine und Geld. Wo gibt's das sonst noch? Wo gibt's das sonst noch? Ich bin wirklich die Mutter Teresa YouTubes. Auf jeden Fall. Oh, hier ist ja noch was. Was ist das? Zack. Donnerwetter. Gutscheinbuch. Oh, Freunde. Also, ja. Bevor wir zu dem hier kommen, möchte ich bitte erst noch ein bisschen wohltätig sein. Hier, schaut's euch an. Das gehört alles jetzt euch. Ihr seht, wenn ihr Videos von mir schaut, werdet ihr nämlich reich. Hier, ich weiß nicht, was das alles ist. Notiert's euch. Wer da echt irgendwie was entdeckt, dem schicke ich auch gern den Kram hier. Also ich habe keine Ahnung. Da. Oh. Hier wird's doch interessant. Zack. Zack. Da. Oh, was gibt's denn hier? Donnerwetter. Oh, was ist denn das? Sextoys. Ich krieg die Motten. Also, Freunde, das hier ist bestimmt interessant. Da gibt es nämlich Sextoys. Scheiße, jetzt muss ich das Video ab Ü18 machen. Ach, du dickes Ei. Ja, und hier könnt ihr euch noch einen Drucker kaufen. So. Und bitte, bitte, ich werde den Kanal jetzt umbenennen. Jetzt habe ich gerade mühsam den Namen erklärt. Ich nenne mich jetzt Free Wohltäter oder so. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ach ja, sieh mal einer an. Dieses Modell gibt es jetzt zu bestaunen. Mili. 084 13 Mili. Und dahinter verbirgt sich. Das ist auch irgendwie so eine Special Edition, die mal von Victorinox rausgekommen ist. Ihr seht mich jetzt gerade so ein bisschen echt auf dem falschen Fuß, weil ich werde zu dem Messer wenig sagen können. Anleitung. Hier haben wir einmal dieses olive Holster. Finde ich ja cool. Also das gab es tatsächlich mal irgendwie standardmäßig zu dem Messer. Ich glaube, ich habe jetzt hiervon schon 3, 4, 5 Stück. Hier seht ihr nochmal das Holster. Ist hier mit Klettverschluss. Passt sehr gut zu Militärmessern, zum Beispiel zu dem Schweizer Soldatenmesser. Sorry. 08. Hier hinten hat man auch noch einen Klettverschluss, damit kann man das dann am Gürtel festmachen. Könnt ihr euch hier die Dicke noch mal einstellen. Ja, und da drinnen finden wir den Sentinel in Schwarz mit schwarzprünierten Klingen. Oder was heißt mit schwarzprünierten Klingen? So viele sind ja jetzt nicht dran. Genauer gesagt, nur die eine. Ja, und ich fand das Ding ganz cool. Also ist auch selten. So sieht das ganze Stück dann aus. Einhändig zu öffnen. Ein Sentinel habe ich schon in der Paragraph 42a konformen Variante, also mit Nagelrille zu öffnen. Und jetzt habe ich eben auch das böse Stück. Hier seht ihr wieder ganz schön, die Klinge ist vorne mit Wellenschliff. Und hinten, das letzte Stück, ist dann gerade geschliffen. Wie üblich eigentlich. Bei diesem Modell haben wir hier einen Liner Lock. Sieht man hier ganz schön. Hier ist die Platte. Ja, das ist wieder die falsche Seite. Ich habe das ja schon öfter gesagt. Also mit der rechten Hand kriegt man es nicht zu, aber mit der linken Hand kriegt man es zu. Und ich lasse es. Es ist noch früh am Morgen. Ich hau's mir in die Flossen. Oder? Es geht.
Ja, mit der linken Hand kriegt man es einhändig zu, mit der rechten leider nicht. Also ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Ansonsten haben wir bei diesem Modell hier einmal das Victorinox-Logo in Rot-Weiß. Es ist ein 111er Modell. Die Griffschalen dürften euch eigentlich hinlänglich bekannt sein, so ein bisschen aufgeraut. Das macht die ein bisschen griffiger als jetzt hier zum Beispiel die normalen 91 mm Selidor-Schalen, die ja wirklich total rutschig sind. Und es macht die auch so ein bisschen robuster. Also das könnt ihr auch mal hinwerfen, da seht ihr jetzt nicht direkt einen Kratzer oder eine Schramme dran. Dann haben wir hier noch den Inox-Ring in Schwarz. Dann haben wir hier noch dabei den Zahnstocher. Ich finde, den hätte man dann vielleicht auch noch schwarz machen können. Wenn schon alles schwarz ist, aber gut. Ich will nicht meckern. Und wir haben dabei die Pinzette. Ja, das war's schon. Erschienen ist das Ding. Ich weiß es nicht. Ich muss euch das wirklich in die Beschreibung packen, weil ich wusste, dass es die Dinger gibt. Es gibt nur den Sentinel in komplett schwarz. Es gibt da verschiedene Versionen. Es gibt das einmal ganz normal mit schwarz eloxiert und dann gibt es ja jetzt hier diese Militär-Edition noch. Es gibt davon noch irgendein Swiss-Tool, was komplett schwarz bruniert ist. Dann gibt es noch, ich meine, den Trailmaster, auch komplett schwarz bruniert, auch erschienen im Rahmen dieser Militärkollektion. Das Ganze ist meines Wissens wirklich so zwischen 2010 und 2012 erschienen. Nagelt mich nicht fest, da muss ich wirklich noch mal gucken. Ja, und ansonsten soll es das auch schon gewesen sein. Also, mein kleiner Neuzugang, ich kann euch noch sagen, was ich dafür bezahlt habe. Nämlich 39 Euro habe ich gekauft bei eBay in Frankreich. Genau. Ja, kann ich euch auch so ein bisschen als Tipp geben, wenn ihr das Ding haben wollt oder auch die anderen schwarzen Modelle, schaut mal bei eBay in Frankreich. Da gibt es sie noch massenweise irgendwie. Also massenweise jetzt nicht, aber es gibt sie auf jeden Fall noch. Und ich habe, als ich das bestellt habe, auch mal im deutschen eBay geguckt und da wurde genau dieses Messer hier für 90 Euro angeboten. Also spart man mal schnell 50 Euro, wenn man sich nur so ein bisschen international umschaut. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich warte noch auf ein, zwei Sachen. Also, wenn ihr Pech habt, bin ich schneller zurück, als ihr denkt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, habt ganz viel Spaß und bleibt gesund. Ciao.